Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zu Let's Play DSA 1, die Schicksalsklinge. Es ist ungewohnt für mich, DSA 1 zu sagen, zumal wir den dritten Teil konfuserweise zuerst gespielt haben. Aber ich freue mich jetzt, in dieses Uraltspiel von 1992 reinzublicken. Als Mensch aus der Neuzeit kriegt ihr bestimmt ein bisschen was zu lachen. Ah, Teil 1, die Nordland-Trilogie. Es wird lustig, es wird auf jeden Fall toll und ich habe mich auch so ein bisschen schon mit einigem auseinandergesetzt. Womit werde ich euch gleich sagen, wenn es dann losgeht. Jetzt erstmal schauen wir uns in Ruhe die Geschichte an. Torval, Stadt der Freien. Eine der ältesten Städte Aventuriens. Bewohnt von unbeugsamen Kriegern und Seefahrern, reich an Schätzen aus vielen Raubzügen. Die Orks, schwarzbepelzte Jäger und Krieger, stets auf der Suche nach neuen Jagdgründen und seit Jahrhunderten die Geißel für die menschlichen Siedlungen des Nordens. Wir schreiben das Jahr 16. Dies ist die Geschichte eines Schwertes, das seit 100 Jahren verschollen ist und das doch die Geschichte der Zukunft bestimmen kann. Vor vielen Jahren plünderten die Torvaler die verhassten Sklavenhalterstädte des Südens. Ihr Anführer war Hetman Hyggelig, dessen Name in allen Küstenstädten gefürchtet wurde. Reich mit Schätzen beladen, kehrten die Drachenschiffe heim. Alle bis auf das Schiff Hyggelix, der geradewegs zu den Zyklopeninseln fuhr, um sich ein Schwert schmieden zu lassen, das er auf seinem nächsten Kreuzzug dringend brauchen würde. Grimring, den Orkenspalter. Die nächste Reise führte Hyggelig ins Orkland, das einzige Gebiet Aventuriens, aus dem noch kein Mensch zurückgekommen war, um eine Karte anzufertigen. Er wusste nicht, dass er von dieser Reise nicht mehr zurückkehren sollte. In einer Nacht des Schreckens überfielen die Orks sein Lager und machten nieder, wer sich ihnen in den Weg stellte.
So starb Hügelig und fand ein namenloses Grab in der Steppe des Orklandes, begraben von den letzten seiner Gefährten, von denen keiner klaren Geistes nach Thorwald zurückkehrte. Doch das ist Geschichte. Was zählt, ist die Gegenwart. Jene Gegenwart, in der sich Tausende von Orks in den weiten Steppen sammeln, um wie schon so oft Tod und Verderben über die Menschen zu bringen. Doch dieses Mal sind sie nicht zerstritten, sondern geeint von einem Heerführer, der sich ein großes Ziel gesteckt hat. Die Eroberung Thorwalds! Ihr wisst nichts von alledem, als euer Schiff in den Hafen Thorwalds einläuft. Ihr träumt von Abenteuern, von der großen Stadt, davon, dass euer Name oder eure Namen in den Liedern der Skalden und Barden in alle Welt getragen werden. Ja, die CD müsste drin liegen, das ist also kein Problem. Wir sind Fortgeschrittene, wir sind richtig cool und das müsste... Stabzauber sein. Was nicht geht, ist die Groß- und Kleinschreibung, das wird alles automatisch groß geschrieben, erleichtert natürlich ein bisschen die Bedienung. Was soll gestartet werden? Natürlich das Hauptprogramm. Wir laden neu und jetzt kann ich euch gleich mal erzählen, was ich eigentlich für Probleme hatte. Ich habe diese Aufnahme hier 3 oder 4 Mal angefangen, diese Session, und immer wieder gab es das Problem, dass entweder der Rand zu breit angezeigt worden ist oder dass es gar nicht funktioniert hat, so wie beim letzten Mal jetzt. Und das hat mich geärgert. Ich werde jetzt gleich nochmal erzählen, was ich dort alles gesagt habe, nämlich, dass wir die alten Helden aus dem 3. Teil mit reingenommen haben. Die da wären Aber von Haben, Dorin, Jacinda, dann kommen Melina, Kaldrin, unser Zauberer und Rassia dazu. Ist wie gesagt blöd, dass man erst den 3. Teil gespielt hat, zumal man ja normalerweise vom 1. Teil bis zum 3. Teil die Leute mitnehmen kann und so ganz entsprechende Gesichter diesen Leuten nicht, die wir im 3. Teil hatten. So, wir sind gerade im Travia-Tempel in Thorwald, wir können uns auch in unserem Equipment umgucken. Was mir fehlt, das habe ich auch in der anderen Aufnahme gesagt, ist, dass hier diese Lederschützer nicht mehr da sind. Und was mir auch fehlt, war hier oben irgendwas. Achso, Robe, genau. Dass wir noch eine Möglichkeit haben, Roben anzulegen. Wir haben Essen dabei, Getränke, das ist in Ordnung. Sie hat sogar schon Lederharnisch. Wunderbar. Er hat seine Keule und sogar ein Brecheisen und einen Hammer. Ja, aber wir müssen uns dennoch ein wenig ausrüsten. So geht das natürlich nicht. Viel Geld scheinen wir nicht zu haben. Kaldrin hat im Prinzip das meiste. Ich habe jetzt gerade gesehen, teilweise ist hier gar kein Geld. Geld, 3 Silberstücke. Und die Streunerin hat gar nichts. Die muss sich das erklauen. Schön. Das heißt, ausrüsten müssen wir uns und wir müssen erstmal gucken, was unser Abenteuer beinhaltet. Wir gehen raus in die Stadt. Und für diejenigen, die natürlich die Neuzeitspiele gewohnt sind, das hier ist fast eine Bildergrafik. Das bedeutet, ich mache jetzt einen Schritt nach vorne. Zack. Und schon sind wir im nächsten Bild. Aber auf der Karte sind wir einen Schritt nach vorne gegangen. Die Karte ist manchmal wirklich nützlich, wenn man nicht weiß, wo man sich gerade befindet, und das Problem habe ich hier öfter. Ich habe das Spiel nie gespielt, nicht einmal und erst recht nicht durch, und auch Sternenspeif habe ich noch nicht gespielt, bin ich noch nicht so gekommen. In diese Richtung geht es nicht weiter, wir gehen hier lang. Von daher, wenn jemand Sternenschweif besitzt, ich hatte das große Glück, Schicksalsklinge durch die Schicksalsklinge HD zu bekommen, das hier neu entwickelt wurde von Crafty Studios, das hier ist erstmal noch voll Attic zuzuschreiben.
Aber es soll ein Traum sein, es sollen beide richtig schön sein, auch wenn der zweite Teil anfängliche Probleme hatte. Der HD-Teil, meine ich. Ja, Insider wissen, was ich meine. So, dann wollen wir mal gucken hier. Nee, zu dir wollte ich nicht. Geh weg. So, nochmal gucken. Wunderbar. Ja, in der Stadt habe ich mich bei meiner ersten Aufnahmesession auch schon mal ein bisschen umgesehen, geguckt, was kann man hier so machen, was gibt es hier so. Und ich will bloß ein paar Gänge hier freimachen. Ein paar Wege, damit wir zumindest wissen, wo wir lang gehen können. Hier kommen wir aus der Stadt raus. Überall, wo wir so einen Wegweiser bzw. ein hellrotes Feld haben, können wir einfach hoch aus der ganzen Situation entspringen, aus der ganzen Stadt und irgendwo anders hinwandern. Das können wir uns auch nochmal angucken. Da gucken wir nochmal. So. Da, das sind die ganzen Städte hier, diese ganzen kleinen roten Punkte. Erkennt man vielleicht alle nicht so gut, aber zumindest so, dass man weiß, da ist was. Wie zum Beispiel hier hoch mit Tjoila. 108 Einwohner. Was soll man schon groß dazu sagen? Oh, was ich auch toll fand, war diese Stadt, glaube ich. Ein kleiner Ort, nur wenige Meilen südlich von Torval. Die 220 Einwohner haben so gut wie nichts zu kaufen oder verkaufen. Stattdessen fahren sie zum Markt nach Torval. Nee, das war eigentlich nicht das, was mich interessiert hat. Aber na gut, was gibt's hier denn noch für eine Stadt? Okay. Was? Ich will's lesen. Na, ist auch egal. Zurück. Wir können jedenfalls von hier aus nach Tjoila weiter, aber so weit war ich selbst in den ersten Aufnahmesessions noch nicht. Da habe ich mich nur in der Stadt umgesehen und deswegen können wir jetzt mal gucken auf die Karte. Das Blaue sind Tavernen und Herbergen. Das Graue sind Händler, sowohl Waffenhändler, Rüstungshändler als auch Krämerladen, genau, wo man gemischt Waren verkaufen kann. Das Einzige, was ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe, ist, ob Kräuterhändler genauso aussehen, weil ich hier bisher noch keinem begegnet bin. Das werden wir wahrscheinlich tun. Wir können übrigens auch auf dem Rasen laufen, so lange bis irgendwann die Meldung kommt, hier geht es nicht weiter. Hier sind sowieso Gebäude, müssen wir wieder zurück in die Stadt. Nochmal zurück, dahin. Immer weiter westlich, in diese Richtung geht es nicht weiter, das ist auch nicht schlimm. Ja, und dann können wir uns auch mal ein bisschen umhören. Davon lebt nämlich die Schicksalsklinge, dass man in die einzelnen Tavernen und Herbergen reingeht, um mal zu gucken. Das Grüne sind, glaube ich, Schmiede. Ja, Gunn Björnsen. Ein netter Kerl. Mit dem hatte ich mich im ersten Teil auch angefreundet. So, dann gehen wir mal hier lang. Und da haben wir einen schwarzen Turm, dem bin ich schon mal irgendwann begegnet, aber ich wusste nicht, was ich damit machen soll. In diese Richtung geht es nicht weiter. Selber habe ich es, wie gesagt, nie gespielt. Let's Plays dazu habe ich gesehen. Es war allerdings ziemlich konfus und aufgrund dessen, dass ich damit nicht aufgewachsen bin, auch ein bisschen, ja, eigenartig. Ich bin ja nur mit dem dritten Teil aufgewachsen. Aber lassen wir uns überraschen. Ich freue mich. Ich freue mich total. So, ich glaube, jetzt haben wir die Zeit ein bisschen rumgebracht. Dann können wir erstmal kaufen, was wir wirklich benötigen. Und zwar gehen wir hier unten hin. Das müsste die Krämer, der Krämerladen sein, die Krämerin. Oh, eins zu weit. Und rein. Hi! Schränke, Körbe, Haken und Truhen sind überladen mit allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs und nutzlosen Gerümpel. Ein Mann, der so angestaubt zu sein scheint, wie das Flaschenschiff auf der Theke neben ihm, mustert euch und sagt, ich habe garantiert, was ihr braucht, aber... Was ist das? Müsst ihr das wissen, ob es hier etwas Nützliches gibt? Die Götter mit euch, ihr Freude des Fex. Freunde heißt das, Mensch. Gemischtwarenhändler, wie ungehobelt von mir. Ich wünsche euch den Segen der Götter, Reisende. Ist das nicht schön so? Lass mal stecken. Hab Dank für eure guten Wünsche. Wir sind aber heute wieder nett. Ihr seid eine Freude für die zivilisierte Welt. Mögen euch eure Geschäfte allzeit gut gelingen und viel Glück auf eurem Weg. War das jetzt eine Absage oder eher nicht? Wir kaufen ein. Wir brauchen auf jeden Fall so ein bisschen Werkzeug. Wir können in diesem ersten Teil auch jagen und fischen gehen. Deswegen gebe ich einfach mal einen Angelhaken mit. Wir benötigen noch mehr. Wir benötigen ein Seil. Ja, doch, durchaus. Hammer hatten wir ja. Schaufel können wir gebrauchen. Wurfhaken. Ja, ich erinnere mich an den dritten Teil, als wir in der Zwergenbinge gefangen waren. Bei den ganzen Orks und nicht mehr rauskam. Also ist mir das doch ganz lieb. Die Spitzhacke nehmen wir auch noch mit. Kann man auch nie wissen, ob man eine braucht. Und natürlich ist auch ein Alchemie-Set richtig schick, wenn man sich eigene Tränke mischen möchte. Aber einerseits braucht man dafür die Rezepte. Und andererseits, naja,
ist nicht doll. Ihr habt Waren im Wert von 7 Dukaten, 3 Hellern ausgesucht. Wie viel Prozent Rabatt wollt ihr zu erfalschen versuchen? Hier können wir selbst aussuchen, ob wir von 0 bis 50 erfalschen wollen. Und unsere Skills, da werden wir auch gleich nochmal gucken, die sagen uns, wie viel wir erfalschen können, so in etwa. Ich nehme mal 30%. Und das wird Jacinda versuchen, denn wir haben ja mit einem alten Mann geredet und sie ist eine Frau, das kann ja nur gut gehen. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Und damit haben wir ein bisschen was gespart, nur noch 4 Dukaten und 9 Silberstücke mussten wir bezahlen. Aber von haben müsste das meiste jetzt in ihrem Inventar haben, das soll so nicht bleiben. Da kriegt Duri noch ein bisschen was.